Hallo, heute geht es um das Testen der Verstärkerröhre RV271A von Telefunken. Tatütata. Ich habe diese Röhre bis jetzt noch nicht getestet. Heute ist das erste Mal. Ich weiß auch nicht, ob sie schon Luft gezogen hat. Insofern gibt es eine kleine Überraschung. Die wird mit dem Neuwerker getestet und direkt im Voraus eine Vorwarnung. Der Test wird bei 500 Volt stattfinden. Insofern bitte nicht nachmachen. Man sollte wissen, was man tut. Just for info. Und nun viel Spaß. Vorgestellt wird die 50 Watt NF Verstärkung sowie Modulationsröhre, die RV271A von Telefunken. Modulationsröhre heißt in diesem Fall, sie wird eingesetzt als Vorverstärker für die Steuergitter einer Senderöhre. Das ist besagte Röhre. Sie wurde entwickelt Mitte der 30er Jahre. Es ist eine Nachfolgeröhre, nämlich der Nachfolger der RV271. Die 271A hat als Maximalanodenspannung 1500 Volt, 3000 Volt Spitze und eine Anodenverlustleistung von 150 Watt. Man sieht den typischen Aufbau einer 30er Jahre Leistungsröhre mit dem typischen Stecksockel der damaligen Zeit. Der oberste Anschluss ist das Steuergitter. In der unteren Zeile ist der unterste Anschluss die Kathode. Die beiden äußeren sind die Heizfäden. Der äußere Anschluss hier ist noch ein Anschluss zur Kathode. Man sieht im Sockel selbst, ich versuche es mal zu zoomen, etwas vom Aufbau der Röhre, zum Beispiel den Pumpstutzen in der Mitte des Bildes, sowie ein Teil der Kabelführung. Die Kabel sind teilweise mit Glasröhrchen isoliert. Das ist ein äußerster Anschluss zur Erdung des Gehäuses des Sockels. Ich fasse die Röhre etwas mit spitzen Fingern an, weil die Röhre wird im Betrieb sehr heiß und aus dem Grund gibt es eine thermische Isolation zwischen dem Metallsockel und dem Glaskolben. Dieses keramische Stoffgewebe nennt man heute Asbest. Das ist sowohl am Fuß der Röhre als auch an der Spitze der Röhre, wo die Anode angeschlossen wird. So, kommen wir mal zum Röhrensystem selbst. Die Röhre ist ein typischer Quetschfußaufbau der 30er Jahre. Zu sehen ist auf der rechten und linken Seite die Getterpfannen. Diese enthalten die Getterpille, die nach dem Zusammenbau der Röhre und Evakuieren der Röhre induktiv erhitzt werden. Das Getter selbst ist jetzt am Boden der Röhre, es ist etwas schwer zu sehen, aber der dunkle Belag, das ist das Getter. Das ist der Quetschfuß der Röhre. Zu sehen sind jetzt auch die Kühlfahnen für die Steuergitter. Das ist einer der Unterschiede zur RV271, diese hatte noch keine Kühlfahnen. Die Kühlfahnen sind schwarz beschichtet, um eine Radiationskühlung zu ermöglichen. Dasselbe gilt auch für die
Kühlfahnen am Steuergitter am Ende der Röhre. Die Anode selbst ist ebenfalls beschichtet und verfügt auch über größere Kühlfahnen, um ebenfalls eine Radiationskühlung zu ermöglichen. Die Röhre selbst ist als Triode ausgelegt. Das System ist etwas schwierig zu erkennen. Man sieht später, wenn die Röhre in Betrieb ist, die glühende Kathode. Aber zumindest ist jetzt erahnbar die Drahtwendel des Steuergitters. Die Röhre ist im Einsatz gewesen bei der Kriegsmarine der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Wurde produziert in der 11. Woche des Jahres 1941. Das ist die Seriennummer. 8 Volt Heizspannung bei 1,5 Ampere Heizstrom. Am Kopf der Röhre ist noch ein Zirkoniumgitter. Das ist die Platte jetzt in der Mitte des Bildes. Und das ist die Verbindung zur Anode. Die Anode wird komplett am Kopf der Röhre gehalten. Das ist auch der Grund, warum die Röhren sehr zerbrechlich waren, weil die Anode bei mechanischer Last gerne mal abgebrochen ist, da es sonst keine mechanische Unterstützung in der Anode gibt. Die hängt praktisch frei schwebend jetzt in der Luft. Die verschraubte Kappe der Anode. Wie gesagt, die Röhre wurde noch nie getestet. Ich habe mich für nach Datenblatt für 500 Volt Anodenspannung entschieden und bei minus 20 Volt Steuergitterspannung. Das sollte jetzt bei 500 Volt einen Anodenstrom von ungefähr 110, 115 Milliampere liefern. Das Ganze wird jetzt getestet und schauen wir mal, was passiert. So. Die Röhre wird, wie gesagt, auf dem Neuberger getestet und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes frei verdrahtet. Ich wiederhole nochmal meine Warnung, es geht diesmal um 500 Volt Anodenspannung. Bitte Vorsicht walten lassen, bevor man sich selbst blitzdingst. Die Belegung der Folge der Röhre ist, wie gesagt, der oberste Pin ist das Steuergitter. Der unterste ist die Kathode mit Verbindung zum Außenkontakt und die beiden äußeren Anschlüsse sind die Heizspannung. Die Heizspannung beträgt 8 Volt bei 1,5 Ampere Heizspannung.
Und wie gesagt, die Steuerspannung des Gitters wird minus 20 Volt. Und das sollte bei 500 Volt ungefähr 110, 115, 120 mA Anodenstrom liefern. So, beschalten wir mal die Neuberger. Da ich nicht weiß, ob die Röhre schon Luft gezogen hat, starte ich mit 0 Volt Anodenspannung. Stelle sicher, dass alles auf 0 steht. So, wir brauchen natürlich zuerst die Heizspannung. Dafür nehme ich gelbe Kabel. Wir brauchen die Kathode. Nehme ich ein schwarzes Kabel. Wir brauchen das Steuergitter. Das heißt, wir brauchen eine negative Spannung. Nehme ich das blaue Kabel. Und wir brauchen natürlich die Anode. Die stecke ich hier mit einem roten Kabel. Tatütata. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich auch das Messinstrument, sprich den Anodenstrom messen. Und ich stecke jetzt hier mal auf 300 mA Messbereich. Der Rest ist beschaltet als normaler Röhrenleistungstest. So, dann tun wir mal den Deliquenten anschließen. Wie gesagt, der oberste Pin ist das Steuergitter. Die Anode ist außen. Außen sind die Heizung. Kathode. Wie gesagt, das ist jetzt später maximal 500 Volt drauf. Wie hieß es in den 90er Jahren in einer Fernsehsendung? Don't try this at home. So, dann schauen wir mal, was passiert. Rot ist das Licht, das heißt, die Heizung hat schon mal Durchgang. Das kann ich testen, indem ich die Heizung trenne. Funktioniert. Die stelle ich jetzt auf 8 Volt ein. Dann gehen wir in den 8 Volt Bereich. Steuergitter haben wir gesagt minus 20 Volt. Gehe jetzt hier in den 50 Volt Bereich und stelle die 20 Volt ein. Okay, also 20 Volt, 8 Volt. Anode starten wir noch mit 0 Volt, um die Anodenspannung langsam zu erhöhen. Das heißt, ich halte jetzt hier auf den Kathodentest und gleichzeitig wird die Heizspannung eingeschaltet. Das Instrument fällt nach unten, also das heißt, es fließt Strom. Ich reguliere jetzt die Heizspannung auf 8 Volt Retour. Testen wir mal Kurzschluss zum Gitter. Ist nichts.
Gitter 2, 3, 4 gibt es nicht. Kein Kurzschluss zur Anode. Und Anode. So, es liegt jetzt noch keine Spannung an. Glühen der Röhre sieht man noch nicht. Die Röhre wird aber etwas warm. Okay, gehen wir mal auf 50 Volt Anodenspannung. Messbereich ist gesteckt. Ist 100 Volt Anodenspannung. Jetzt passiert schon mal was. Oh, die Röhre hat Luft gezogen. Man sieht hier das Leuchten. Jetzt will ich nimmer. Jetzt sieht man's. Also die Röhre flimmert. Ich habe jetzt schon 120 mA Strom. Bei 150 Volt. Neubecker brummt schon ordentlich. 210 mA bei 200 Volt. Das heißt, die Röhre ist de facto unbrauchbar, weil sie bereits Luft gezogen hat. Ich mache jetzt keinen Test bei 500 Volt, weil damit schicke ich die Röhre sofort in den IOL. Jo. 130 mA Strom bei 150 Volt sollte nach Datenblatt 150 Volt bei minus 20 Volt ist irgendwo hier. Ja, sollte irgendwo bei ein paar Milliampere und ein paar verquetschte sein. Also halten wir fest, die Röhre hat sich damit erledigt. Schade eigentlich. Nutzen wir die Zeit mal, um die Röhre in die Kamera zu halten. So sieht eine 30er Jahre Röhre aus. Die kurz vorm IOL steht. Man sieht das bläuliche Leuchten des eingedrungenen Gases. Die Kamera kann es nicht wirklich einfangen. Aber die Röhre wird auch ziemlich heiß. Gut. Wir stellen fest, die Röhre ist putt.